Hennigsdorf bei Berlin. Hier betreibt heute Bombardier ein großes Werk. Einst gegründet von der AEG, nach 45 LEW und nach der Wende Adtrans. Bis 1998 wurden hier noch E-Loks gebaut. An die frühe LEW-Zeit erinnert eine Grubenlok im Freigelände als Denkmal. Einige dieser Maschinen sind heute noch im Tagebau bei Vattenfall unterwegs. Heute liegt der Fokus auf der Herstellung von Triebzügen für den Nah- und Regionalverkehr. Bereits seit 2008 beherrscht der Talent 2 das Bild in den Produktionshallen. Fast 300 Züge sind von der Bahn für verschiedene Regionalverkehrsregionen bestellt. Allein für die Nürnberger S-Bahn sind 42 vierteilige Züge vorgesehen. Der neue Triebzug ist in verschiedenen Varianten erhältlich, als 2-, 3-, 4- oder 5-Teiler. Nach der Fertigstellung der Wagen wird der Zug zusammengesetzt. Die Wagen ruhen an ihren Enden auf Jakobsdrehgestellen. Ein Mittelwagen schwebt heran. Früher wurde die Vereinigung von Wagenkasten und Drehgestellen Hochzeit genannt. Noch heute ist das Aufsetzen auf die Drehgestelle ein besonderer Moment. Steht doch die Fertigstellung unmittelbar bevor. Millimeter für Millimeter wird der Wagenkasten auf seine zukünftigen Drehgestelle abgesenkt. Für die Hennigsdorfer Monteure ist es inzwischen Routine. Fast täglich wird aufgesetzt. Es ist ein späterer Dreiteiler, der hier auf die Räder gestellt wird. Der Zug ist heute beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg unterwegs. Der Wagenkasten ist aufgesetzt. Nur eine gute Stunde hat das Prozedere gedauert. In dieser Halle werden die neuen E-Züge in Betrieb genommen. Es hat lange gedauert, bis der Talent 2 seine endgültigen Zulassungen erhalten hat. Heute gehören die liebevoll als Hamsterbacke bezeichneten Triebwagen zum täglichen Bild in ganz Deutschland. Der Innenraum ist funktionell gestaltet. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h.
Neben Berlin-Brandenburg gehört die S-Bahn Nürnberg zu den Hauptabnehmern. In Fürth haben Hamsterbacken jetzt das Sagen. Mittlerweile stehen alle bestellten Talent 2 im Nürnberger S-Bahn-Netz im Einsatz. Lokbespannte Züge gibt es nur noch auf der S2. Von Gleis 21 und RB nach Karlsruhe über.